Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Job Review hier auf meinem Kanal. Auf jeden Fall gestern das Video ist gar nicht so schlecht angekommen für das erste Job Review. Ich hoffe, es ist weiterhin so und wenn ihr wieder kein weiteres Job Video jeden Tag mehr verpassen wollt und heute Nachmittag zum Beispiel auch direkt das Update Video mitbekommen wollt und euch auch hier die Videos generell gefallen, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, wir switchen rüber zum Item Shop. Schon wieder Wildcard. Okay. Das sieht sehr interessant aus. Ich würde mal sagen, wir beginnen auf der rechten Seite. Als erstes Lufthorn. Auf jeden Fall ein grünes Emote. Ist definitiv nicht schlecht. Kann man sich kaufen. Der Grillgeneral für 800 V-Bucks. Auch ein cooler Skin, definitiv. Aber generell so 800 V-Bucks Skins feiere ich eigentlich. Und wenn euch hier diese Farben gefallen, mir gefallen sie schon, dann kann man sich den auf jeden Fall auch kaufen. Wobei ich eigentlich auch finde, dass zum Beispiel nach meiner Meinung nach es noch leicht bessere grüne Skins gibt. Als nächstes hier Fluttervieh. Auf jeden Fall, wenn ihr genauso wie den Fischskin einfach einen extrem dummen Skin haben wollt, dann müsst ihr euch den hier kaufen. Allerdings, meiner Meinung nach, ist er fast ein bisschen zu dumm. So dumm, dass es sicher mehr wirklich lustig ist. Dann haben wir den Rebell-Skin. Das ist auch der gleiche Skin wie Rette die Welt in der Storyline. Ich glaube, der war jetzt auch nicht mehr allzu lange im Shop. Wenn ihr eben halt so einen klassischen, jugendlichen jungen Mann haben wollt, so einen klassischen, Baseball-Look und so. Nächstes haben wir Saxophonisch. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Emote. Ich finde einer der besten Emotes. Beste ist auch, dass er da gar nicht reinpustet. Auf jeden Fall ist es einfach ein extrem cooler Beat. Kommen wir nun zur linken Seite. Hier ist wieder Wildcard. Gefällt mir jetzt nicht so, vor allen Dingen für 2000 V-Bucks. Dafür, dass er nur im weißen Anzug ist. So, naja. Dieser Gleiter gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Wobei es jetzt eigentlich auch nicht mein Lieblingsgleiter ist von den Gleitern, die ich habe. Auf jeden Fall kann man sich den da für 800 V-Bucks locker gönnen. Hier, die Lackierung ist auch richtig cool. Wenn man für 600 V-Bucks einfach vier verschiedene bekommt, das lohnt sich auf jeden Fall. Dann habe ich hier den Führer-Skin. Der ist auf jeden Fall sehr wenig bekleidet. Also sieht cool aus in diesem nordischen Stil. Der gefällt mir echt. Vor allem nur für 1500 V-Bucks geht da vollkommen klar. Den kann man sich auf jeden Fall gerne kaufen. Dann habe ich hier auch noch den Jäger. Mir wäre ein bisschen zu breit, sieht aber natürlich auch cool aus mit dem Wolf hier oben drauf und den Hörnern. Allerdings bin ich immer eher der Typ, der kleinere Skins spielt, damit man mehr sehen kann. Sonst haben wir hier noch die Streitaxt, sieht auch extrem cool aus hier mit diesen blauen Elementen. Kann auch perfekt mit dem Eiskönig kombinieren. Und dann haben wir als letztes noch den Stoßzahngleiter. Für einen grünen Gleiter ist der wirklich richtig cool. Hier oben mit dem Fell, die ganzen Steinelemente, hier die Hörner. Sieht definitiv richtig cool aus. Dann habe ich hier als letztes noch Power Chart. Ist jetzt nicht so mein Skin mit dem ganzen Lila und so. Aber ist definitiv auch kein schlechter Skin. Habe ich hier die Anarchie-Hacke. Hier auch für das gleiche, das mir zu mädchenhaft mit den rosa Elementen und diesen glänzenden Elementen. Stage Dive wieder genau das gleiche. Trotzdem finde ich Stage Dive eigentlich einen ganz netten Gleiter. Aber von den Farben her gefällt ihn mir nicht. Und als letztes haben wir noch den Sternstab. Der sieht definitiv cool aus. Also Super Mario mäßig. Allerdings leider auch wieder im lila Style. Trotzdem. Das ist ein interessanter Werkzeugeffekt und vor allem so ein schönes lila Leuchten. Also diese Spitzhacke ist definitiv gut. Die kann man sich gerne kaufen. Ich finde, die empfehlenswertesten Sachen meiner Meinung nach wäre der
Das Saxophon-Emote und hier die weibliche Frau davon. Dann switchen wir einmal rüber zum Fortnite-Shop. Fortnite rettet die Welt-Shop. Ich bin leider ein bisschen krank, aber trotzdem mache ich natürlich für euch die Videos. So, V-Bucks schon eingesammelt. Im Item-Shop ist das dreifache Lama. Lohnt sich jetzt nicht wirklich. Mal gucken, was da für ein Loot rauskommt. Wenn es ein goldenes ist, kann sich das natürlich ganz gut lohnen, aber sonst nicht. Und hier ist nichts Neues drin. So, wenn euch dieses Shop-Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ne? Ciao.